Sie oh! Komm mal runter! Liebe Community, herzlich willkommen zum neuen Skyblock Technikprojekt mit Trimax und Romatra. Jetzt wird gegrindet. Yeah. Und der Pickel auf meiner Backe. Hallo! Er hat genauso viel Bock wie ich. Auf geht's. Jungs, Mädels, let's go, lass knacken. Hast du meine Einlogdaten für Minecraft? Nein, natürlich nicht, du Vogel. Oh Mann, das musst du mir doch sagen. Ich habe kein Passwort. Ich weiß nicht mal meine Mail. Okay, Leute, das ist der Server hier. Ihr seht schon. Vergessen. Also, wichtig ist, Leute. Ich fange hier nicht ohne euch an, natürlich. Das ist gar kein Ding. Du wartest. Ich möchte nur mal ganz kurz... Guckt mal, Leute, wie viele Mods das hier sind. Da ist einiges gebacken. Ihr seht das hier. Alchemie haben wir drin. Rüstungen verschiedene. Hier, von Blood Magic kenne ich noch. Dann haben wir drin Botania, auch wieder ein Magie-Mod. Dann haben wir sehr viel Maschinenblöcke drin. Dann haben wir auch wieder die ganzen neuen Deko-Böcke und sowas von Botania natürlich auch drin. Formcraft ist, glaube ich, mit drin. Exenhilo, ganz wichtiges Ding. Sehr viele neue Blöcke, die wir auf jeden Fall nutzen können. Deko-Craft ist auch mit drin. Bringt jetzt leider nicht so viel, weil wir uns die Sachen nicht craften können. Dann haben wir hier Draconic Evolution, auch nochmal ein Zaubermod, Leute. Leckerer Hase. Ender.io, auch ganz geil für Maschinen. Extra Utilities, ja. Den Crusher für die Erze, ganz wichtig. Hier haben wir den Extreme Reactors Mod. Wir können Atomreaktoren und sowas bauen. Geile Scheiße. Das ist verdammt geil. Das klingt richtig gut. Stell dir mal vor, du willst jetzt runterfallen. Romatra. Bin ich schon drauf bei dir auf dem Server? Ja, ja. Oh, bei mir bin ich. Oh. Du hast mir gleich einfach runtergeworfen. Hier ist dein Grabstein, Romatra. Wir haben auch einen Grabstein-Mod, siehst du, ne? Oh! Nein! Ja! Doch, nein! Ja! Ja! Bin auch gestorben. Das war's. Ja, hol deinen Grabstein. Ach, den muss ich aufsammeln oder ja, was? Ja, du musst ihn abbauen, damit du die Sachen bekommst. Ich hab nichts wiederbekommen. In deinem Grabstein drin, du Holzkopf! Ja, Natura ist auch drin, ne? Das sind alles Sachen, die wir craften können und Palms Harvest Craft. Super viel Essen halt wieder. Gerade für unser Trimax interessant. Weiß nicht, oh mein was Gott, das ist so kompliziert. Ich bin jetzt schon überfordert, wa, Junge? So, ich auch, aber das war's. Es war's. Ich habe meine Mails eingegeben. Ich habe mein Passwort vergessen, gib meine Mail an. Dann sagt er, jo, wir haben eine Mail geschickt. Kommt keine Mail an. Junge, so. Bist du so dumm? Das hat mir niemand gesagt, dass ich meinen Minecraft-Account brauche. Bist du... Trimax, wir spielen Minecraft. Natürlich brauchst du deinen Minecraft-Account. Ich dachte, man ist automatisch drin. Was machen wir jetzt? Ja. Musst du dir noch einen Minecraft-Account wieder kaufen. An der, dass du dein Passwort einfach mal irgendwo abspeicherst oder sowas. In der Datenbank oder so. Es ist überall gespeichert. Ja, aber ich muss es immer wieder ändern. Warum musst du immer wieder ändern? Aus technischen Gründen. Aus was? Aus welchen Gründen? Aus technischen Gründen. Muss meinst du etwa aus technischen Gründen? Oh, ja, das auch. Das möchte ich auch sagen. Ich will so gern jetzt zocken, ey. Hat noch jemand einen Account für mich? Ich dreh durch. Junge, du gibst jetzt, kauf dir einen neuen, Alter. Du bist Trimax. Du hast 20 Millionen Euro. Das stimmt. Ah, Mann. Wann habe ich Geburtstag? Wählen Sie Bilder mit Palmen aus. Boah, ist das dumm, Alter. Digga, was? Der lässt mich nicht durch den Botschutz. Wählen Sie Bilder mit Bergen und Hügeln Weil aus. Du ein Bot bist, Junge. Alter. Ich könnte schön die Minecraft-Server sind down. Wähle Bilder mit Fahrrädern aus. Mein E-Mail-Postfach war voll. Das war's ja wohl wirklich komplett. Ey, Max. Ja, weil mich die Community auch immer so zuspammt. 29.000 Mails. Hallo, Trimax. Ich bin 9. Darf ich in dein Lost-Clan? Ich hab schon mal eine Runde Fortnite gewonnen. Das ist die Idioten-Sirene. Geht immer ab jetzt los, wenn du irgendwas Dummes machst. Wenn man jetzt hier auf der Kiste sneakt, fällt man runter. Ich weiß nicht. Sneak mal auf der Kiste. LOL. Ich hab hier einen neuen Block generiert durch meinen Tod. Oh, geil. Wir können damit Erde generieren. Romatra. Ja, was ist? Das funktioniert nur... Das sieht jetzt gut aus. Ich hab jetzt einen Account zum Beispiel. Romatra, ich hätte dich dafür teleportieren müssen. Deine ganzen Sachen sind jetzt unten, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä, aber warum bin ich denn jetzt nicht einfach... Wieso, was soll das? Spring mal daneben. Da kannst du nur eben aus Blöcken machen. Du hast schon 3 Erdblöcke gemacht, Alter. Stark. Hört auf, sofort Erdblöcke zu machen. Die erste Folge ist auch schon echt belastend, Mann. Die lade ich so hoch. Okay, boom. Ja, ja, ja. Romatra, ja. Nee. Romatra. Ist das dumm, Alter. Das geht jetzt schon richtig dumm los, Junge. Ich mach ein Intro. Seid ihr ready? Okay. Ja. Jetzt startet endlich das große neue Minecraft-Projekt mit Romatra und Revi. Und ich bin tot, das war's. Hier zu Ende. Geil. Einfach nur geil. So, nee. Wir zocken. Skyblock mit Mods. Sky Factory 3. Bevor du jetzt irgendwas machst. Oh, ich hab so Bock, Digga. Ja, warte. Hör mir zu. Max, hör mir zu. Drück mal C. Und da kannst du den Boden markieren. Siehst du das? Mit so einem blauen Feld. Ja. Oh, hä? Und jetzt baust du das alles wieder ab. Ist nur ein lustiges Ding. Ich weiß nicht, was das bringt. Hab ich gerade herausgefunden. Die Sachen hier in der Kiste drin sind, ja, Max? Die lässt du bitte unangetastet, okay? Ich finde, jeder darf die benutzen. Nein! Max, pass auf! Das Problem bei Skyblock ist, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Und wenn du jetzt
Baus, dann sind wir im Sack, okay? Ich bin Skyblock-Experte, ich baue das hier erstmal alles ab. Nein, 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 nein! Wir gehen jetzt erstmal hin und legen unsere Insel ein Block tiefer, damit wir ein bisschen mehr Fläche haben, ja? Lasst einen Grasblock übrig, ihr müsst Gras übrig lassen, Jungs! Lasst es jetzt in Ruhe, Max! Tut mir leid, da bin ich ganz fuchsig. So, was wir nämlich jetzt brauchen, ist wichtig, wir brauchen eine Rake. Warum ist die Musik so laut? Eine Rake ist wichtig für uns, denn mit einer Rake, Jungs, können wir tatsächlich... Pass mal auf, ich mache euch an, es ist gar keine Rake, es ist ein Krug. Hier, Max, nimm mal den Krug und jetzt baust du damit mal die Blätter ab mit dem Krug. Krug. Ne, warte mal, ist falsch, oder? Krug. Stopp. Ich glaube, warte, einmal noch. Ja, nee, warte, stopp. Krug. Doch, ist richtig, mit dem Krug, ja. Doch, ich habe einen Sapling, okay, mit dem Krug den Sapling ab, genau, ja. Dann ist es nämlich wahrscheinlicher, dass da was droppt. Guckt mal jetzt bitte her, wenn ihr jetzt den Baum schnell wachsen lassen wollt, guckt mich an, ja. Ja, man kann ja, jetzt, wo ich auch nackt bin, man kann den Baum wachsen lassen, indem man rumsneakt, schnell. Den Baum alle ansneaken, bumm. Oh, ich wurde gewachsen. Was wurdest du? Hä, wieso geht das jetzt? Weil es ein Mod ist, du Vogel. Sneak schneller, Max, schneller sneaken. Schneller sneaken, Junge. Oh, das ist so schwer auf der... Ich hab einen Hit kassiert. Alter, aber du hast den Baba-Baum gemacht, Max. Ja, ich weiß auch, wie man sneakt, du. Du bist der Profi im Ansneaken. Na klar, ich weiß auch, wie man Baum sneakt, Junge. Stark. Da hört's auch mit meinem Wissen schon auf, ne? Mehr weiß ich nicht. Super, ey. Das reicht, das machen wir jetzt einfach. 20 Folgen lang. Lass ja, den Baum musst du nicht wachsen lassen. Lass mal ruhig weg, Max. Lass mal ruhig weg, ganz kurz. Max, hör auf. Max. Ich hab auch Bock, den ganzen Sneak. Oh ja, geil, Alter. Ey, warum, Jungs? Der wurde so weggesneakt, der Alter, Baum. Wurde der gesneakt. Wir machen gleich den Cobblestone-Generator, das ist ganz wichtig, ja? Ich wusste nicht, was das für ein Modi ist. Ich muss mal kurz den Ding auf 18 stellen. Müssen wir jetzt hier alles ansneaken und das wächst dann? Ja, guck mal hier, Jungs. Hier, schaut mal. Ich gebe dir jetzt eine Sache, Max. Du kannst unten, wenn du ja im Inventar bist, hast du ja so eine Suchleiste, ne? So, wenn ihr da jetzt könnt ihr was eingeben. Jetzt gib mal Shears ein, wie Schere auf Englisch. Dann guckst du Wooden Shears. Ich weiß nicht, wie man Shears schreibt. Und mit den Scheren könnt ihr halt, wenn das Blatt noch grün ist und nicht weiß, wie es hier schon überall ist, leider, kannst du mit der Schere die Blätter abbauen. Mach mal hier rechtsklick auf das Ding hier. Auf das hier mit dem Blatt in der Hand. Genau, und dann können wir hier mit Erde erstellen. Siehst du, ne? Ist geil, oder? Erde wird daraus? Ja, daraus wird Erde tatsächlich mit der Zeit. Aber auf normalen Minecraft wird doch Knochenmehl raus. Ja, aber Max, das ist ja ein Mod. Ich setze mich jetzt ganz kurz an den Cobblestone-Generator. Das ist falsch gebaut. Ist falsch so? Gebaut. Nicht wasten, ne? Ist so? Nein, ja, ich weiß es nicht. Ist falsch gebaut. Zuerst genau, ist richtig das gebaut. Wir dürfen nicht verkacken, wir haben nur ein Wasser. Mach keinen Baby. Das sieht so falsch aus. Oh. Ja! Boom! Guck mal, jetzt können wir nämlich hier den Cobblestone abfarmen. Siehst du das, Max? Ja, klar sehe ich das. Cobblestone ist verbrannt. Ich hab mich schon wieder verbrannt. Verbrenn, Alter, du musst sie anders machen. Pass auf, Alter, Max. Unlustig. Das ist so unlustig. Ich hatte so viel Stuff. Nein, Max, nein! Nein! Ich hatte 11 Gold, ich hatte du alles. Du hast unsere Wasserquelle zerstört. Max, Rumatra, du Vollidiot. Das ist echt so dumm, Rumatra. Digga, das ist jetzt da, weil dieser Gravestone da jetzt entstanden ist, wegen deinem Grabstein. Wir müssen jetzt warten, bis es regnet. Stopp doch mal, hör mal auf, hier neue Bäume zu machen, Mann. Max, raffst du's nicht? Warum denn? Weil du Scheiße bist, weil das ganze Weiß hier erstmal weg muss. Boah, ich rast schon wieder aus bei dem. Ich sag's euch. Er hat so Bock, die hier anzudämmen. Boah, ich bin fürs Holz zuständig. Hör auf damit, Mann. Warum denn? Digga, weil das die ganzen Blätter weiß macht und wir brauchen keine weißen Blätter mehr. Wir haben genug von dem Scheiß gefallen. Oh Mann, wir haben keine Blätter mehr, oder was? Ja, richtig. Ja, weil du den ganzen Parasiten in unsere Bäume setzt. Junge, weil du einfach neue Bäume pflanzt, ohne dass ich sage jetzt. Das Game geht los. Quasi. Das erste, was Rumatra macht, ist einen riesigen Parasitenpflanz, der uns alles zerstört. Das ist aber wichtig fürs Spiel. Den brauchen wir nur halt nicht in der Vielzahl. Und als zweiten Move zerstört er unser Wasser und mein Loot. Wenn du nicht einfach neue Blätter hier hingemacht hättest mit neuen Bäumen, dann wäre das Problem gar nicht da. Du bist wieder der. Nein! Ich habe den Lava-Eimer verloren. Du hast was? Jetzt ist endgültig vorbei. Jetzt haben wir keine Lava und kein Wasser, ja? Ja, Lava. Ist das nicht der Modus, wo man eigentlich nicht verkacken kann? Aber wisst ihr, stopp, ich weiß, wie man Lava herstellt mit Cobblestone, den man schmelzen kann mit einer Fackel. Das dauert nur lange. Ich esse jetzt hier erstmal einen Apfel. Was ist, Revi? War Apfel nicht dein Lieblingsobst, du Normi? Stimmt. Geh jetzt hier hoch und mach das jetzt hier alles weg. Was ist und du kommst mit mir. Du hilfst mir mit Ö. Geil. Das Max. Ist echt nervig, der Drecksparasit. Du hast es verkackt, traffst du es immer noch nicht? Mann, ich hasse es. Hab ich jetzt immer noch verkackt? Wie stolz du bist, ich hasse dich so. Mann! Rumatra! Das war... Alter, ich find's krass, dass du es geschafft hast, Rumatra. Du bist noch mehr lost als ich. Rumatra, Alter. Rumatra,
Primax, geiles Projekt. Hey, wir haben Wasser, Leute. Guck mal, Wasser. Echt? Hier. Ja, geil. Wir haben einfach Wasser. Guckst du mal. Hast du das gemacht? Ja, guck mal, ich hab da Kletterreihen und dann hab ich eine Fackel drunter. Ich brauch mehr Holz, bitte. Ich hab die Blätter quasi geschmolzen, Max. Verstehst du's? Wenn man Blätter schmilzt, kriegt man Wasser? Ja, natürlich. Hast du nicht in Physik aufgepasst oder was? Nö. Hier, guck mal hier, Steve. Da gehst du jetzt durch. Hier, kannst jetzt die Erde reintun. Und dann kriegst du aus der Erde verschiedene Sachen raus. Samen und so weiter und so fort. Und Cobblestone Pebble. Und jetzt, ich werf so einen Stein auf dich. 3, 2, 1. Okay, Stein. Ich werf dich mit Stein. Oh, was? Ich werf dich mit Stein ab. Bis du runterfällst. Alter, ich hab die Steine danach. Hör auf! Stopp! So, Jungs, ich hab meinen Hammer gemacht. Mit dem Hammer kann ich jetzt nämlich den Cobblestone zerschlagen. Guck mal, Romatra. Ja, und dann wird daraus, guck mal hier, dann wird daraus nämlich hier Cobblestone, siehst du ja, ne? Dann wird daraus Gravel. Und wenn ich das Gravel jetzt hier reinpacke, guck mal hier. LOL! Dann ist da halt zum Beispiel Iron Ore Piece rausgekommen, also ein Stück Eisenader. LOL! Und das können wir dann schmelzen. LOL! Können wir das alles automatisieren? Geil! Digga, wie hat sich das ausgedacht? Das können wir alle später automatisieren. Ja, oh ja, jetzt finde ich's geil. Jetzt hat es mich richtig abgeholt. Ich war schon abgeholt, aber jetzt bin ich mit richtig viel Geschwindigkeit abgeholt worden. Wir machen einen kompletten Barrel voller Water, dann packe ich das da rein, dann kriegen wir daraus Clay. Aus dem Clay können wir uns einen Eimer brennen und den Eimer können wir dann erstmal benutzen und dann können wir darüber hinaus, erzähl's mir, die Lava zurückgewinnen. Und dann sind wir wieder da, wo wir vor 200 Stunden waren. Danke dafür, Max. So, ich habe jetzt gleich schon einen Ofen zusammengecraftet, Jungs. Romara, wir haben nämlich jetzt das Glück, dass ich nämlich jetzt mit meinem unglaublichen Wissen es geschafft habe, einen Ofen zu bauen. What the f***? Wie geht das? Und jetzt, Romara, brenne ich den Clay-Eimer im Ofen. Und dann haben wir Wasser. Dann haben wir eine unendliche Wasserquelle schon mal. Und dann können wir runtergehen und unten die Lava holen, die ich eben verloren habe. Und dann können wir damit endlich einen Cobblestone-Generator. Boom, Junge! Der Hase läuft! Nice, Mann. Der Hase läuft! Es läuft einfach. Ich soll doch mal einmal sagen, es läuft nicht, der Hase. Und er läuft. Entschuldigung. Ich werde immer sehr excited. So, Jungs. Und jetzt Expedition. Achtung. Woo! Soll ich das sonst machen? Dort ist doch meine Leiche. Ich gehe meine Leiche holen. So, Jungs, wir sind kurzzeitig zurückgeworfen worden, aber wir haben es aus dem Loch. Jeder normale Minecraft hat gesagt, oh, muss ich jetzt aber neu starten? Ein Sch*** neu starten, Alter. Was für neu starten, du Lappen, Junge. Wer neu startet, verliert, oder, Max? Wer neu startet, verliert. Ganz genau. Okay, lass mal hier unten alles abbauen. Guck dir diesen Friedhof hier an. Aber jetzt haben wir unten eine Ebene, schon mal, die wir auf jeden Fall ausleuchten müssen, sonst spawnen hier nämlich Monster. Also hoch und Holzkohle erstellen. Oh mein Gott, ich hab ein Lootbag gefunden. Es gibt nämlich Lootbags, Leute, es gibt nämlich Lootbags in dem Game. Und ich habe jetzt ein Common Lootbag und es könnte sein, dass was super Beschissenes drin ist. Aber gerade für den Anfang sind die eigentlich geil und vielleicht, Leute, erleben wir jetzt das erste Case-Opening in diesem Game. Okay, seid ihr ready? Achtung, Case-Opening bei mir jetzt. Oh, ich komme. Stone Wand, einen Wurm, Bone Meal und eine Black Quartz Shovel, Alter. Geil. Ey, das ist doch geil, oder? Das macht so Spaß, ne? Das ist total geil, Mann. Man macht einfach geile Sachen als Team.